Liebe Hasbergerinnen und Hasberger, herzlich willkommen zu Hügel TV. Hallo Hasbergen. Wir beginnen wie immer, aber zunächst ist es natürlich gute Tradition, erstmal unseren Gast zu begrüßen. Heute bei uns hier im Studium, improvisierten Studium, Ratssitzungssaal, Sören Korff, Vorsitzender der Spielvereinigung und Gast Hasbergen. Herzlich willkommen, Sören. Ja, hallo Holger. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo an alle Bürger und natürlich auch an alle Mitglieder unseres Sportvereins. Genau, da kommen wir gleich natürlich im Detail noch mal ein bisschen intensiver zu, wie das heute so darstellt. Ich beginne zunächst erstmal mit den aktuellen Zahlen. Die sind von heute Morgen 8.58 Uhr. Das sind die aktuellsten, die derzeit verfügbar sind. Wir haben in Stadt und Landkreis insgesamt 605 Infizierte. In Hasbergen nach wie vor lediglich 7 und davon sind mittlerweile bereits 4 wieder genesen. Das ist ein schönes Ergebnis, glaube ich, dass 4 bereits die Krankheit überstanden haben. Besonders interessant ist allerdings, dass es in Hasbergen komplett stagniert seit längerer Zeit und im Landkreis Osnabrück sich die Kurve mittlerweile so ein bisschen abflacht. Das ist ja dem Grunde nach das, was man erreichen möchte. Die Maßnahmen scheinen also zu wirken und es scheint auch so zu sein, dass die Bevölkerung im Landkreis entsprechend mitmacht und nur so ist dieses Ergebnis ja zu erreichen. Also ein paar Zahlen, die ein wenig hoffnungsvoll stimmen, so habe ich den Eindruck. Manchmal werde ich gefragt, warum ist eigentlich dieser oder jener noch gar nicht bei dir im Studio gewesen? Das ist ganz wichtig, weil ich natürlich nicht Gäste aus den Risikogruppen einladen möchte zum jetzigen Zeitpunkt. Wir können ja nicht einerseits sagen, dass wir da besonders vorsichtig sein sollen und dann diejenigen einladen. Ich sehe sie gerne hier und sobald diese Beschränkungen aufgehoben sind und wir noch weiter dieses Format machen, lade ich natürlich gerne den einen oder anderen auch wirklich spannenden Gesprächspartner ein. Wir können uns so den einen oder anderen da logischerweise vorstellen. Fall, ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre das sicherlich ein falsches Zeichen. Aber das wird ja dann alles wieder entsprechend kommen. Was auch wieder kommt, sind die Baumärkte. Die machen ab Samstag wieder auf. Das ist sicherlich interessant für alle Heimwerker und die, die es noch werden wollen. Im Moment geht das Heimwerken, glaube ich, richtig los, da die Leute mehr Zeit haben zu Hause. Und auch im Bereich des Grünabfalls gibt es hoffnungsvolle Signale. Der Landkreis denkt darüber nach, alsbald eine Öffnung, in welchem Maß auch immer, wieder vorzusehen. Also da gibt es dann doch schon ganz gute Dinge. Wir haben darüber berichtet, dass Schierenberg-Kunsche einen Abholservice anbietet. Es gibt natürlich noch andere Unternehmen, die ganz unterschiedliche Lösungen in dieser Krise haben. Zum Beispiel Taste Kitchen in Gaste hat zwar grundsätzlich geschlossen. Dort ist es allerdings zumindest schon mal möglich, Gutscheine zu erwerben für die Zeit nach der Krise. Und man kann sich vorstellen, es bieten viele Unternehmen Gutscheine an. Kauft ruhig reichlich, macht entsprechend, sorgt dafür, dass die Liquidität aufgebaut wird, dass die Liquidität erhalten bleibt. Das ist natürlich durch so Gutscheine entsprechend möglich. Ja, erhalten bleibt, Sören, wir haben es. Also du bist seit ungefähr einem Jahr Vorsitzender der Spielvereinigung Gaste Hasbergen. Du bist so ein rechter Tausendsasser. Wir kommen auf ganz verschiedene Themen gleich nochmal zu sprechen, weil du in allen Pötten rührst, wie man das im Osnabrücker Land so nennt. Aber wie gesagt, natürlich bei der Spielvereinigung Gaste Hasbergen, das interessiert besonders viele. Wie sieht es da im Moment aus? Du hast eben im Vorgespräch gesagt, als du am 12.03. verkünden müsstest, dass der Betrieb erstmal komplett eingestellt wird. Wie war die Situation zu dem Zeitpunkt? Ja, das ist natürlich sehr blöd gewesen, weil natürlich auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo diese Geschichten vom Landkreis erlassen wurden, auch teilweise noch Gruppen aktiv am Trainieren waren. Diese Gruppen hatten natürlich in dem Moment leider durch den Erlass die Aufforderung, die Turnhallen bzw. die Plätze zu räumen, weil der Erlass galt ja ab sofort. Es gab ja auch keine Beschränkungen in irgendeiner Weise. Somit mussten im Prinzip die Trainings abgebrochen werden. Leider hat das am zweiten Tag nicht jeder sofort mitbekommen. Da muss man noch ein bisschen nachsteuern und am zweiten Tag nochmal kontrollieren, ob wirklich der Spielbetrieb komplett eingestellt war. Aber dann hat das wirklich sehr, sehr gut geklappt. Auch der Sportplatz ist von, ich sag mal, Bespielern frei geblieben. Da war also auch Ruhe. Und so konnte zumindest die Maßnahme leider ab dem 12.03. umgesetzt werden, auch wenn das Wetter und alles, was wir aktuell draußen haben, natürlich eher zu Bewegung und zu allem, was dazu gehört, einlädt, ist das natürlich für alle im Moment eine echt blöde Situation. Aber ich glaube, und du hast es am Anfang des Gesprächs gesagt, die Zahlen sprechen für sich. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg und wir hoffen auch, dass wir das so weiterziehen können, so dass wir dann wirklich, ich bin jetzt nicht derjenige, der es zu entscheiden hat, aber vielleicht irgendwo roundabout Mai wieder den Betrieb anfangen können und zu aller Freude von vielen Leuten
dann auch mit einem fertiggestellten Clubhaus. Das ist definitiv so, dass wir die Zeit nutzen konnten. Wir durften ja, ich sag mal, normale Baumaßnahmen und Dienstleistungen durften ja weiter ausgeführt werden. Und diese Zeit haben wir genutzt, um die Außenarbeiten, man sieht es im vorderen Bereich des Vereinsheims heute ja auch schon, der ist komplett fertig. Da ist also keinerlei, da liegt zwar noch ein bisschen Sand und so weiter, aber das ist auch bald erledigt. Und der hintere Bereich, der soll nach aktueller Planung diese bzw. nächste Woche fertiggestellt werden. Das heißt, nach Ostern können wir dann final das Vereinsheim auch nutzen, beziehungsweise dann ist es endlich fertiggestellt. Genau, und dann, wenn es denn eben zulässig ist, werdet ihr das ja dann wahrscheinlich mit einer größeren Veranstaltung feiern. Die Frage nochmal, man hört es aus anderen Vereinen, dass manchmal sehr enttäuscht ist, dass nichts passieren kann und dann dementsprechend es zu Kündigungen kommt, nach dem Motto, ihr bietet ja im Moment nichts an. Ist das in Gaste auch so? Das ist leider wahr. Ich muss aber sagen, und da danke ich auch nochmal ganz herzlich unseren Mitgliedern, bei uns ist diesbezüglich noch keinerlei Anfragen aufgepoppt. Dementsprechend hoffe ich, dass die Teilnehmer das, also die Mitglieder alle auch das als, ja, ich sag mal, Goodwill sehen und den Beitrag für die aktuelle Zeit einfach weiter bezahlen. Wir haben im Vorstand durch Telefonkonferenz uns da auch abgestimmt. Sollte es wirklich absolute Härtefälle geben, kommt einfach auf uns zu. Ich sag mal, da kann man sicherlich drüber sprechen. Aber ansonsten wäre ich dankbar, wenn der Beitrag weiter bezahlt wird. Denn eins ist auch klar. Wir haben Kosten, wir haben laufende Kosten und auch der Platz wird aktuell von Uwe Westermann, Molly genannt, wird aktuell für die Saison hergerichtet. All das kostet Geld und ich sag mal, der Monatsbeitrag ist ja auch zum Glück nicht ganz so groß. Dementsprechend sollte das vielleicht auch machbar sein, dass wir das nicht zurückzahlen müssen. Das wäre ein großer Dank an die Mitglieder. Ja, alle Achtung, kann man nur sagen. Das ist natürlich wirklich ein schönes Zeichen der Solidarität. In schwierigen Zeiten. In schwierigen Zeiten befinden sich, jetzt komme ich zu einer anderen Thematik, wo du aktiv bist. Du bist Aufsichtsrat bei den Sportfreunden Lotte, die ja auch nicht die einfachsten Zeiten jetzt so durchlitten haben oder durchlaufen haben. Da war es sowieso schon relativ schwierig, wie man in der Presse gelesen hat. Und da haut doch jetzt diese Pause wahrscheinlich richtig ins Kontor in der vierten Liga, oder? Ja, das Problem da ist ja natürlich nicht so wie in der ersten und in der zweiten Bundesliga, wo viel über TV-Gelder große Sponsorenverträge abgefiltert werden können. Das gibt es in der dritten, vierten Liga. Lotte spielt ja in der vierten Liga, Regionalliga, gibt es das nicht. Das bedeutet natürlich für diese Vereine riesengroße Herausforderungen. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, Lotte ist ja auch in Kurzarbeit, die Geschäftsstellen sind geschlossen. Ich glaube, dass da für diese Vereine, man sieht es ja auch in der Presse, der ein oder andere Verein musste leider ja auch schon Insolvenz oder hat den Spielbetrieb komplett eingestellt und wird ihn auch nicht wieder hochfahren. Also da wird es sicherlich noch ganz, ganz viele Themen geben, die wir heute, glaube ich, zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beantworten können. Genau, und Geisterspiele sind mangels TV-Präsenz dann nicht unbedingt... Unmöglich eigentlich, weil die Zuschauereinnahmen sind ja mit eine Quelle zusätzlich zu den Sponsoreneinnahmen, die natürlich aber aufgrund der Wirtschaftslage wiederum auch, ich sag mal, mit einem Fragezeichen versehen sind, weil Unternehmen, die heute nicht mehr das Geld verdienen, können es auch morgen nicht mehr in die Sportvereine investieren. Und deswegen dieser Rattenschwanz, der dahinter steht, den kann man heute, glaube ich, noch nicht final ausmalen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Thema mit den Zahlen weiter runterkriegen, dass wir wieder aktiv an der Wirtschaft, aktiv am Leben teilnehmen können. Und vielleicht ist dann die Milderung auch da, dass es dann zeitnah wieder losgehen kann. Du hast die Unternehmen angesprochen. Das war jetzt ein ganz guter Übergang. Denn du bist natürlich auch beruflich aktiv, bist Inhaber der Firma Siscon. Siscon kennt jetzt noch nicht jeder in Haßbergen, wird sich möglicherweise ändern. Da kommen wir dann zum Ende des Gesprächs nochmal zu. Aber richtig, was macht ihr bei Siscon? Ja, wir sind eigentlich ein IT-Systemhaus, ein IT-Systemintegrator, ein Lösungsanbieter und wir treiben eigentlich die Digitalisierung der Unternehmen voran und wir können in der heutigen Zeit von einer Turbo-Digitalisierung reden, seit der Corona-Krise, zum Glück. Also wir sind ja auch ein Unternehmen, was weiterarbeiten darf und in der aktuellen Situation viele neue Aufgaben hat, viele neue Projekte hat und die Digitalisierung, das heißt die Entzerrung der Arbeitsplätze, Homeoffice-Arbeitsplätze, schreitet natürlich immens voran, weil so kann noch weitergearbeitet werden. Das spielt uns im Moment direkt in die Karten.
Muss man mal schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Aber ich glaube, dass wir da gute und ordentliche Lösungen haben, die genau für diese Unternehmen dann auch für die Zukunft die richtige Lösung sind, damit sie auch mobil, egal wo man ist, weiterarbeiten kann und auch effektiv sein kann. Hm. Da stellen sicherlich viele auch entsprechend, die das hier sehen, fest, dass sich unheimlich viel getan hat. Homeoffice war für manch einen noch völlig unvorstellbar vor einigen Wochen. Ja. Auch das gilt auch für uns als Behörde. Wir haben ja auch zahlreiche Mitarbeiter im Homeoffice, was eigentlich bis vor wenigen Monaten noch weitestgehend unvorstellbar war. Es gibt Videokonferenzen, ähnliche Dinge. Da tut sich gerade richtig was. Und absolut. Das ist natürlich ganz besonders spannend. Also die Steigerungsraten sind da immens. Wir gehen da also wirklich gerade prozentual wahnsinnig nach oben. Auf der einen Seite gut, weil das ist etwas, was wir schon seit Jahren eigentlich den Leuten versucht haben zu erklären, womit sie auch die Effektivität der Mitarbeiter zu Hause steigern können. Auch das Thema flexible Arbeitszeiten war ja vor der Corona-Krise auch ein großes Thema. Das ist damit möglich und wie immer muss erst leider was passieren, bis die Leute das akzeptieren. Aber ich finde es im Moment ganz ordentlich und es ist auch ja keine Geschichte, die man jetzt nach der Corona-Krise wieder zurückfahren kann, sondern gerade diese Themen sind für die Zukunft, glaube ich, auch der richtige Weg, wie wir uns in Deutschland in der Digitalisierung bewegen müssen, damit wir auch in der gesamten Welt weiter mit dabei sein können. Weil das Amerika zum Beispiel ist das gang und gäbe in diesen Bereichen. Hm. Ja, erstaunlich, dass es dann über so eine Geschichte manchmal kommt. Und wir machen alle neue Erfahrungen. Jetzt hast du mit Syscon ja auch Pläne in Hasbergen. Das ist, glaube ich, noch nicht so allgemein überall bekannt. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir hier die Chance mal nutzen, dass du mal vorstellen kannst, was planst du denn hier in Hasbergen? Ja, ich habe letztes Jahr ein Grundstück kaufen können hier in Hasbergen-Gaste. Also Gaste, ich bin ja alter Gasteraner, immer Gasteraner gewesen, wohne heute da auch noch. Bin in einer Heidesiedlung groß geworden. Die haben heute übrigens ein anderes Problem, die haben kein Internet. Überall anders haben wir das ja in Hasbergen ganz gut hinbekommen. Dass die Leute in der Digitalisierung arbeiten können. Die im Heideweg klagen natürlich jetzt umso mehr. Aber gut, das ist halt so, dass wir können es nicht überall flächendeckend sofort realisieren. Aber ansonsten geht es dann an den Hasenkamp, da wo hinter Tupperware, Dachdeckerei Grüter. Dahinter bauen wir uns ein neues Firmendomizil. Da kommen auch ein paar Wohnungen mit dabei. Und dann wird die Firma Syscon inklusive der Syscon Healthcare, wo wir uns im Gesundheitswesen noch mit beschäftigen, ihren Firmensitz hier in Hasbergen-Gaste haben. Endlich wieder zu Hause, sage ich immer dazu. Ja, und wir machen das natürlich gerne. Es ist ja, wie wir sehen, ein aufstrebendes Unternehmen, ein Unternehmen, was sicherlich genau in die Wirtschaft passt. Diesen Gesundheitsbereich könnte man jetzt auch noch lange drüber sprechen, finde ich besonders spannend, auch vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Aber vielleicht nochmal ein zweites Meeting. Ja, ganz genau, denn gerade die Gesundheitsdienstleistungen, die werden auch erheblich zunehmen. Man wird aus der Krise seine Schlüsse ziehen. Das Nutzungsverhalten ändert sich aktuell total. Ganz genau. Also da geht es auch um Pflegethemen, dass mir das mal erklärt. Also wirklich eine spannende Geschichte, da bleiben wir sicherlich mal dabei. Da wird es hier irgendwann eine Eröffnung geben. Da gucken wir uns das mal an. Und für die Heidesiedlung, da hat mir heute mein Kollege Hanno Korte, der dafür zuständig ist, eine Mail weitergeleitet. Also trotz der Corona-Geschichte arbeitet man weiter daran. Es hat auch mal wieder einen Schriftverkehr gegeben mit dem Landkreis, der da zuständig ist. Also wir haben da weiterhin Hoffnung, sind da aber ja nicht Herr des Verfahrens bedauerlicherweise, aber was wir dazu tun können, und das wissen die Heidesiedlung, die Anwohner, das tun wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin gespannt, Sören, wann es denn soweit ist. Also wann wir nach Hasbergen ziehen oder nach Gaste ziehen, wir sitzen ja heute in Lotte. Die Frage ist natürlich durch die Krise aktuell auch ein bisschen nicht in die weite Ferne gerückt, aber natürlich nicht mehr konkret zu beantworten. Es war mal geplant, 2022 final umzuziehen. Das könnte sich jetzt eventuell nochmal um ein Jahr verschieben, weil du natürlich nicht das Problem, du musst ja entsprechend die Bauphasen so planen, dass du nicht in den Winter baust, oder also gewisse Gewerke gehen nicht im Winter und das muss jetzt neu abgestimmt werden. Dadurch könnte es durchaus sein, dass wir da nochmal ein Jahr dranhängen müssen, leider Gottes, aber wir fühlen uns im Moment in Lotte auch ganz wohl, aber natürlich in der Heimatstadt ist es natürlich, oder Heimatgemeinde besser gesagt, ist natürlich umso schöner. Genau, das finden wir auch, dass in der Heimat am schönsten ist. Insofern haben wir da das Schlusswort an dieser Stelle schon gehabt. Sören, vielen Dank, dass du da warst. Dir, der Spielverein-Gast der Hasbergen und Syscon, alles Gute.
Und es gilt für euch, für deine Familie genau das Gleiche wie für sie, für euch alle. Bleibt gesund. Bleibt gesund.